Aber die ist doch auch schon komplett, oder? Eigentlich. Nein, ist sie noch nicht. Gibt es da immer noch geheime Sterne? Gibt es da auch so 100 Münzsammeln-Sachen oder so? Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ab ins Honigbienenreich auf jeden Fall. Ich verstehe nicht ganz. Ah. Okay. Ich dachte, das ist eine Sprungfeder, ne? Guck. Okay, gut. Ich dachte schon, jetzt stürzen wir ab und sind tot. Das wäre lustig gewesen. Nein! Was war denn das? Manchmal macht er Sachen, ey. Was sind denn das? Ich erkenne nicht, was das für Formen sind. Sind das zwei Pilze? Sieht aus wie aus Holz geschnitzte Pilze, oder? Ha. Na also. Ich meine, haben wir gerade sein Baby umgebracht oder so? Ich verstehe schon, warum der dann ein bisschen wütend wird. Mario ist kein guter Mensch. Da kommen noch Kometen, dann sind die anderen Sterne mit verschärften Bedingungen. Ah, ja, genau, stimmt. Ich kann mich erinnern, da kommen so rote Kometen und dann ist alles in so einem roten Licht und man hat Zeitlimit oder irgendwie so Sachen, ne? Ich habe so ganz vage Erinnerungen noch. Na, dann gehen wir doch noch mal ins Honigbienenland. Hurra! Gegenangriff der Stinkkäferfamilie. Das sind die, die ich gerade so, ne?
die haben es absolut berechtigt, dass die jetzt zum Gegenangriff übergehen. Ich habe die ganz kaltblütig alle getötet. Und jetzt werde ich wahrscheinlich damit weitermachen. Ich kann ja auch nichts dafür. Mario ist einfach voll crazy. Der ist im Blutrausch. Was muss ich denn eigentlich machen? Ich muss nicht wirklich alle Stinkkäfer töten, oder doch? Bin mir nicht sicher. Schauen wir mal, wo uns der Weg so hinführt. Ich meine, die sind schon an seltsamen Orten, auch die Stinkkäfer, muss man schon sagen. Oh, voll in die Zangen gesprungen. Alles, woran der im Moment denken kann, ist Peach. Und das muss alles weg, was ihn von ihr fernhält. Ja, wahrscheinlich. Was machen wir denn hier jetzt? Was wollen wir denn hier? Nein! Ich glaube, ich muss Bienen-Mario werden, oder? Die Nachbarn machen mal wieder Stunk. Kannst du nicht mal mit ihnen reden? Ah, okay, cool. Mario ist kein Mann vieler Worte. Ich glaube, mit Reden wird da nicht viel. Ich finde es ein bisschen lustig, weil dieses Geräusch, wenn man als Biene diese Blumen hochwirbelt, hört sich an wie so ein typisches Biene-Meier-Geräusch. Das könnte aus der Biene-Meier-Serie sein. Hört mal hin, ich finde voll. Ne? Ich finde schon. Maja! Da kommt ein großer Stinkkäfer, Maja! Ich komme nicht hinterher. Ha, von dem Baum wegfliegen ist irgendwie komisch. Da hat der Baum manchmal eine Gravitation, eine eigene. Ist seltsam. Zu spät, Mario. Viel früher. Er ist jetzt flott unterwegs. Ah, oh, war das knapp.
come on, Stinkkäfer. Was willst du denn eigentlich? Tod! Und wieder eine Spezies ausgelöscht in der Galaxie. So ist er, Mario. Genau. Die Basis der Fort oder so ähnlich haben wir. Sehr gut. Das machen wir. Und hier haben wir noch ein Bonus-Level. Da gehen wir auch noch schnell hin. Was ist das denn? Die umdrehbare Galaxie. Ah, ich verstehe schon. Da muss ich möglichst innerhalb von einem Rutsch alle Felder quasi einmal berühren. So. Mhm. Okay. Ich muss mich mal ein bisschen gechillter hier hinfläzen. So, jetzt machen wir es uns gemütlich. Das ist nicht so gut. Ich glaube, das müssen wir nochmal versuchen. Genug Leben haben wir ja. Ah, ich kann... Ach so, nur dann. Das macht's leichter. Ich dachte, ich darf nur einmal auf die Dinger draufsteigen. Aber ich kann so oft drauf treten, wie ich will, wenn die einmal umgedreht sind. Dann ist es ja... Ah, nee, doch nicht. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Ach so, aber springen zählt nicht, okay. Das habe ich ein bisschen ungünstig gemacht, aber funktioniert schon. Yahoo! Hallo, Bia. Cool. Ach, Quatsch, ich muss dir doch nicht leid tun. Um Gottes Willen. Bowser Juniors Robofabrik. Los geht's. Los geht's. Wir sind jetzt mittlerweile mit Sunshine durch und sind es bei Galaxy. Und es ist echt so viel besser. Es ist wirklich einfach viel besser. Vor allem hat das Spiel irrsinnig viel Bosse, finde ich. Gefühlt jede zweite Mission endet mit einem Bosskampf. Finde ich cool.
Muss ich euch, kann ich euch in die Dinger wirbeln? Nein, die Willis, ne? Genau. Die Kugel-Willis brauchen wir. Komm, geh weg. Mir geht's ganz gut, danke. Ich bin ein bisschen müde und hatte heute irgendwie den ganzen Tag schon Kopfweh. Aber eigentlich passt schon. So schlimm ist es nicht. Und dir? Ja, ich bin froh, dass wir Sunshine hinter uns haben. Es ist jetzt nicht irgendwie ein schlechter Plattformer, aber es ist jetzt auch kein super tolles Mario-Spiel, das ich gerne nochmal spielen wollen würde. Okay, los, Megabein. Zeige ihm die Macht des großen Sterns. Na dann. Ah, der Stream hängt die ganze Zeit schon wieder. Das hatten wir vorher auch schon, das Problem. Das ist echt blöd. Das liegt wahrscheinlich an mir, leider. Ich hoffe, das vergeht gleich wieder. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie man gegen den kämpft. Ah, das könnte ein Hinweis sein. Knapp daneben. Na kommt, ich brauche noch mehr Kugel wie dies. Nice! Das war ein ziemlich schneller Kill da oben. Sehr cool. Ja, ich weiß nicht, das mit den Hängern ist neu, aber kommt leider immer öfter vor. Also nicht immer öfter, aber öfter mal. Ich weiß nicht genau, ich habe schon die Bitrate bei mir runtergedreht und so. Ich habe schon viel versucht, aber nichts hat geholfen bis jetzt. Vielleicht, hoffentlich kriege ich das nochmal irgendwie in den Griff.